Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Wir haben ja im letzten Part doch ein klein wenig gefailt, weil wir kein Kupfer und eigentlich fast kein Titan dabei hatten. Aber vielleicht können wir uns noch retten, ja. Ah, hier sind wir schon sehr hoch oben. Wow, Pana, toll. Genau dich brauche ich hier. Und da schießt er. Und daneben. Na, warte. Und da schießt er nochmal. Und haut ab. Nee, nee, wir wollen hier nicht runter. Okay, das ist ja nicht Blatt. Oder doch, da ist auch Blattkerl unten. Beiden Seiten. So, also im Lost River gibt's irgendwo Titan, aber es gibt keinen. Also wir haben sich. Ja. So. Shit, der hat uns voll erwischt schon wieder. Schnell weg. Im nächsten Treffer sind wir weg. Wahnsinn, wie gefährlich die sind. Ja, super. Und lassen uns auch nicht in Ruhe. Na warte. Na warte. Gibt's irgendwas zum Schießen? Fuck. Shit. Ah! Mist. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden hier kein Kupfer abbauen. Zu gefährlich einfach. Die vernichten uns hier. Dauernd sind diese verdammten Warper. Der Stromkollege, was man von hier eigentlich überhaupt nicht sieht, wenn er gar nicht da wäre, taucht hier ganz plötzlich auf. Wo ist der sonst? Da. Wo ist der? Wo ist er jetzt? So weg. Verschwunden. Die spawnt einfach. Nicht mehr da. Kaum gehst du raus. Wow, Surprise! Ja, die Warper sind da, die geben hier keine Ruhe. Ne, nicht sie weg hier. Scheiß auf das Kupfer. Keine. Für das Kupfer bin ich nicht bereit, hier zu sterben. Na toll, und so ein Überdruss ist sogar ein Reaper in der Nähe, weil Warper und der blöde Ampharo oder wie die heißen, reichen noch nicht, ne? Ich muss sagen, ich habe keinen Plan, wo wir hier sind. Null. Also, ich verstehe nicht ganz, wo hier ein Reaper sein soll. Aber offensichtlich ist irgendwo einer, ne? Ja. Müssen wir Kupfer irgendwo anders suchen. Also hier suche ich definitiv kein Kupfer. Kommt gar nicht in Frage. Kannst du knicken? Okay, immer noch ein Reaper. Und was zum Henker ist das? Ah, ja, das habe ich mal gesehen. Ich schätze mal, der Reaper ist irgendwo da hinten.
Ventilationsöffnung. Welcome aboard, Captain. All systems online. Tja, müssen wir jetzt schauen. Ah, hier sind wir. Ja. Der Reaper ist da oben. Gut, dass wir nicht in die Richtung weiter schwimmen. Schon ist er nicht mehr zu sehen. Vor allem, wenn die Fische da reinschwimmen. Ah, da hinten ist er. Ahead flank. Emergency speed. Morning. Vessel calibrated. Excessive noise. Ahead standard. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn man hier ein bisschen leichter nach Ressourcen suchen könnte, das wäre auch cool. Vielleicht finden wir jetzt hier irgendwo was. Ah, hier geht's nämlich runter. Hier sind wir runter im Blattkerb. Vorher, und da haben wir dann herumsuchen müssen. So, gibt's hier irgendwo ein Kupfervorkommen? Salz. Unbedingt ganz wichtig. Schon irgendwo Kupfer. Ich sehe hier überhaupt kein Vorkommen von irgendwas außer Salz. Ach man, das kann doch nicht sein. Hey, das funktioniert. Wie nehme ich das Ding dann auf? Interessant, das geht nur, wenn du. Wenn du es auch von so einem Abkommen, von so einem Vorkommen abbaust. Sonst funktioniert das nicht. Jetzt haben wir da LivePod 17, den kennen wir schon. Den brauchen wir nicht mehr. Keine Vorkommen für irgendwas. Jetzt dann glaube ich nur zu diesen Pilzen, ne? Ja, da unten sind sicher nur die Pilze. Ein Kupfer, wow. Keinerlei Vorkommen irgendwo. Für uns. Ach, das ist gar nichts zum Aufnehmen. Ah, da ist auch schon unsere Basis. Da ist ein Stück Seamoth. Tja,
müssen wir wohl zu Fuß nach Kupfer suchen. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Nachdem Kupfervorkommen sehr selten sind, geht es halt wohl nur auf diese Tour. Manuell Steine knacken. Ich kann das mal googeln, aber ich bezweifle, dass wir da großartig fündig werden. Und ja, Bloodcap und so, da sind überall Warper und das ist zu vergessen. Also, da killt man sich nur selbst. Das ist es nicht wert. Welcome aboard, Captain. Mal zurück zur Cyclops. Wir müssen ja dann auch schauen, dass wir die Energiezellen auswechseln und aufladen. Wobei, warte, fällt mir gerade ein, wo es Vorkommen geben könnte. Nicht dauernd Warper patrouillieren. Sorry. Hat man gleich wieder gesehen, ist schon wieder ein Warper dort. Offensichtlich. So, allerdings können wir dafür jetzt schon mit dem ersten Stück, wobei nicht mit dem ersten Stück der Rakete anfangen, sondern mit irgendeinem Support-Arm. Ne? Ja nicht mal was. So, das erleuchtet hier ist alles schön, das Gebiet. Ne? Das nächste Mal werden wir nicht den Brown Suit mitnehmen, glaube ich, sondern die 7 auf erstmal. Einfach, dass wir flexibler sind und der Brown Suit kann ja später nachkommen. Das ist vielleicht die bessere Variante. Für den Verbrauch machen wir auch den. Mann, jetzt sind die Computerchips auf einmal wieder sehr teuer, aber nicht wegen
wegen Gold oder irgendwas, sondern wegen Kupfer. Okay. Toll. So, mit einiges an Titan, das lagern wir gleich mal bei der Cyclops ein. Welcome aboard, Captain. All systems online. Also, das ist alles voll dann. Die gebrauchten Energiezellen nehmen wir gleich mit. Leer, 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 fast leer. Oh Mann. Das Ding braucht echt viel Energie. Auch schon welche leer. Ernsthaft? Meine Fresse. Wir haben da so viele leere Energiezellen jetzt. Das packt ja die Basis jetzt gar nicht zum Aufladen wahrscheinlich. Mal abgesehen davon, wir haben hier gar keine Ladestation, oder? Nö, die haben wir hier gar nicht gebaut. Aber wir können sie eh so machen. Das ist ja die Haare vom Kopf. Nein, also. Raus, danke. Ah, der Baum ist fertig. Was, der ist nicht mehr gescannt? Die Frucht ist zwar nicht sehr kalorienreich, aber es ist ganz praktisch und ich weiß, viele sind für den Reaktor hier, oder Generator. Schau mal aus. 17% erst, oh Mann, das dauert noch. Oh, das braucht einen erweiterten Kabel, das ist viel zu teuer, viel zu teuer. Mit unserem aktuellen Kupfer. Gerade mal drei Zellen, die voll sind. Können wir mal wieder reinklatschen dort. Es ist eine sehr energiehungrige mobile Basis. Fehlen uns noch. Okay, das heißt, die Feuerlöscher muss man mit der Zeit dann auch ersetzen. So die Frage, was kosten die wieder, ne? Boah, Viertel. Wie auch hier gerade mal ein bisschen drüber. Okay, was wir benötigen, ist jede Menge Kupfer. Splay nehmen wir auch mit, das würden wir auch brauchen wahrscheinlich. Warte, Uran finden wir zwar dort auch, aber nehmen wir es lieber mit. Was braucht man überhaupt für die Brennstoffzellen? Ah, für die, ja, Brennstoffzellen im Grunde. Wo haben wir die sind? Hier. Kernbrennstab. Blei, Titan und Glas. Ach, hey.
Titan. Glas. Glas auch noch. Das heißt, wir brauchen jede Menge Glas. Haben wir schon sicher so einen Brennstab irgendwo? Schaut nicht so aus. Naja. Warum sind diese Tafeln... Achso, wir haben die aber hier auch mit. Aber wir nehmen die besser auch mit, weil... Hier rum bringen sie uns nicht viel. Das kriegt auch der einmal. Prawn Suit. Dass wir noch ein bisschen mehr Stauraum haben. Alles anders braucht er momentan eh nicht. Ah, das nehmen wir besser selber. Verstopft uns dann teilweise nur das Inventar. Na bitte, der liefert noch ordentlich Energie. Wie viel hat er? Voll ist er, okay. Gut. Gut, gut. Sagt die Energie hier. Okay, wird. Na gut, Freunde. Das war's dann mal wieder für diesen Part. Wir müssen dann in den nächsten Parts schauen, dass wir erstmal ordentlich an Kupfer rankommen, weil sonst hat das gar keinen Sinn, irgendwie irgendwas weiterzumachen ohne Kupfer. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.